Sein plötzlicher Tod stimmt die Musikwelt nachdenklich. Am Dienstag, den 2. Juli, verstirbt Costa Cordalis mit nur 75 Jahren im Kreise seiner Familie auf Mallorca. Schon bei seinem letzten Auftritt bei einem Charity-Konzert zu Ehren von Jens Büchner wirkt der Schlagersänger sichtlich angeschlagen. Seine Performance mit Sohn Lukas schafft er nur mit Hilfe. Nur einen Tag später erleidet er einen Schwächeanfall. Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als würde es ihm wieder besser gehen. Gerade deswegen ist es für viele Fans und Freunde des Sängers ein Schock. Auch für Costas ehemalige Dschungelcamp-Kollegin und Freundin Mariella Ahrens. Im exklusiven bunte.de-Interview spricht sie über den Verlust der Schlagerlegende. Also ich finde, wenn jemand stirbt, ist es eigentlich immer ein Schock. Vor allen Dingen, weil er erst 75 Jahre alt war, finde ich das einfach schade, traurig. Und auch, weil er natürlich ein bekannter, toller Schlagersänger war in Deutschland. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, über einen längeren Zeitraum mal. Und ich find's schade. Ich hoffe nur, dass er, man weiß ja nicht genau woran, dass er einfach schmerzfrei gestorben ist. Für die Familie tut's mir auch leid, weil für die ist es ja noch viel mehr Schock als für uns alle. Vor allem für Costa Cordalis Familie ist der Verlust wohl sehr schwer zu begreifen. Bis zuletzt behielten sie für sich, wie schlecht es wirklich um ihn stand. Verständlich, findet die Schauspielerin. Ich finde es ganz toll, wie die damit umgegangen sind, dass sie es alles sehr zurückgehalten haben. Weil er ist ja auch wirklich eine Person der Öffentlichkeit und da gehen andere manchmal anders mit um. Ja? Also ich finde es toll, dass man so den Zusammenhalt der Familie gespürt hat, dass die füreinander da sind und dass darum geht, dass er gesund wird und nicht um die Öffentlichkeit. Wir hoffen, dass die Familie sich jetzt weiterhin so gut stützt und wünschen ihnen weiterhin viel Kraft.